Max Suske aus Stralsund. Er will über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns und natürlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt werden und hat hier heute in Lodz in Polen, 2 Stunden westlich von Warschau, die Chance, den nächsten Step in seiner Karriere zu gehen. Es ist Profikampf Nummer 5 für den gerade mal 19 Jahre alten Suske. Konzentrierter Blick, ja, einmal kräftig durchboosten und ab in den Ring. Da will er es wieder krachen lassen. 4 Profikämpfe hat er bestritten, alle gewonnen. 3 durch K.O. Max Suske! Mit dieser Bilanz soll es weiter nach oben gehen. Sein Gegner kommt aus der Ukraine und heißt Petro Frolov, ist ein Jahr jünger als Max Suske. Und auch was die Konstitution betrifft, liegen beide nah beieinander. Frolov hat einen Profikampf mehr in seiner Vita, ist ebenso ungeschlagen. W niebieskim narożniku zawodnik Divan Promotion z rekordem 5 zwycięstw ma 18 lat, waży 73 kg i mierzy 179 cm wzrostu. Petro Frolov! Er kommt aus Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer, die auch unmittelbar vom Angriffskrieg Russlands in der Ukraine betroffen ist. Seinen letzten Kampf hatte Frolov in Istanbul, jetzt also heute hier in Lodz gegen ihn. Rekordem 4 zwycięstw. Ma 19 lat, waży 73 kg i mierzy 180 cm wzrostu. Max Suske! Max Suske in der roten Ecke. Ja, hier sehen wir nochmal dieses atemberaubende Konstrukt. Zweitgrößter Bahnhof in Lodz, riesige Bahnhofsvorhalle, die wir hier vorfinden. Heute fährt der Boxzug pünktlich ab und er ist der Ringrichter Pavel Kiziak. Ja, ein Blick, der klar definiert hat, wer hier Chef im Ring ist, holt beide Boxer zu sich ran. Es ist ein Boxkampf der Polsat Boxing Promotions und da hat er hier, Max Suske, ja schon seine Erfahrungen gesammelt, zum zweiten Mal dabei, zuletzt im Mai, damals in Lublin, gewonnen gegen den Polen Remigiusz Runowski. Da waren vom Support der Zuschauer die Rollen klar verteilt. Heute sieht das womöglich anders aus, das Duell der polnischen Nachbarn, wenn man so will, Deutschland versus Ukraine. 6 Runden sind angesetzt, beide Boxer sind bislang in ihrer Profikarriere noch nie über diese Distanz gegangen, vielleicht ja auch ein Faktor. Max Suske da mit dem linken Jab, will er Frolov bearbeiten. Oh, und der erste kurze Wackler von Max Suske ist da am Boden, mit dem Knie wird angezählt von Kiziak, aber es geht weiter. Guter Konter von Frolov gewesen, also Suske muss aufpassen. Der Konter kam explosiv vom Ukrainer. Suske hatte ja auch in Lublin gegen Runowski Probleme in der ersten Runde mit der Umgebung klarzukommen, mit dem Tempo klarzukommen, hat sich dann eingerooft. Hier guter linker Haken. Noch nicht mit der Wucht, aber den Gegner schon mal am Kopf erwischt. Super abgetaucht von Frolov, stark ausgewichen. Suske muss aufpassen, dann in der Nahdistanz, da nicht die Konter zu fangen. Und Frolov lauert. Genau auf diese Momente. Nächste gute Kombination. Rechts, links vom Ukrainer. Also mit dem ist nicht zu spaßen. Ukrainische Boxer ja ohnehin gut ausgebildet. Und auch hier landet er im Gesicht von Max Suske. Ist beweglich im Oberkörper Frolov, ja. Provoziert da auch ein bisschen, keine Deckung. Erste kleine Machtspielchen hier im Ring. Also, wem erzählt man das mit den ukrainischen Boxern? Alexander Usyk, Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua, wieder besiegt. Also, die wissen, was sie machen.
im Boxen. Ah, wieder gute Linke von Frolov. Suske hat Probleme in dieser ersten Runde. Einige Treffer schon kassiert, dazu kurz am Boden gewesen. Also eine erste Runde, die nicht der gegen Runowski ähnelt, aber die auf jeden Fall an den Ukrainer gehen wird. 10 Sekunden noch. Ah, der Treffer am Körper und kurze Gleichgewichtsprobleme bei Suske. Der muss jetzt hier in die Rundenpause kommen. Also, schon mal viel los in dieser ersten Runde. Fabrizhna Lodge, so heißt der Bahnhof. Gut gefüllt, gute Stimmung. Ja, vermutlich auch gute Stimmung in seiner Ecke. Petro Frolov hat die erste Runde klar für sich entschieden, wirkt sehr frisch, sehr agil, sehr explosiv. Hier der Moment, als Suske ins Wackeln kam, da nach hinten fast umfällt, aber noch das Gleichgewicht hält. Und das halt die Situation, wo er dann sehr nah dran ist am Gegner und so ein bisschen den Überblick verliert. Und dann kommen die Fäuste schnell von Frolov. Runde 2 in Lodz. Hätte gerne mal Mäuschen gespielt in der Ecke von Max Suske mit Trainer Georg Bramowski, was er ihm mitgegeben hat jetzt für die zweite Runde. Er muss aufpassen. Also der linke Jab, der war dann der Schlüssel zum Erfolg, genauso gegen Runowski. Ja, gute Phase jetzt hier von Suske, aber wieder kann sich Frolov befreien und dann kommt gleich so ein kleines Schlaginferno zurück. Aber Suske versucht, da gerade den Kampf aus der Mitte zu dominieren, Frolov in die Ecke zu drängen. Er braucht mehr die Führhand. Frolov wieder ohne Deckung. Tänzelt vor Suske. Ja, Suske jetzt auch mehr aus der Halbdistanz. Ja, da haben wir Georg Bramowski kurz gehört. Jawohl. Muss kontrolliert bleiben in seinen Schlägen. Stabil bleiben. Max Suske, der in Schwerin auf die Sportschule gegangen ist. 7-mal Landesmeister in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist ja erst 19 Jahre alt, heute aber früh raus aus dem Amateurboxen hin zu den Profis. Dann gerade wieder der Schlag ins Leere, da wo er in der ersten Runde schon kurz das Gleichgewicht verloren hatte. Max Suske. Genau, vielleicht auch mal Frolov kommen lassen und dann selbst gut kontern. Und wieder geht Suske zu Boden und wieder wird er angezählt vom Ringrichter. Geht weiter bei Suske. Kein harter Wirkungstreffer. Aber dadurch wird vermutlich auch die zweite Runde an Frolov gehen, die ausgeglichener war. Vielleicht leichte Vorteile beim Ukrainer. Suske hat sich jetzt besser reingearbeitet hier in den Kampf. Aber wieder der Moment, als er kurz mit dem Knie am Boden war. Zweite Runde von möglichen 6 vorbei hier in Lodz.
Ja, schade, dass wir die Ecke von Max Suske zusammen mit Trainer Georg Bramowski hier nicht angeboten bekommen. Also hier der gute Moment von Suske, wo er Frolov in der Ecke hatte. Die Haken. Ja, und das die Momente, wo er dann vielleicht ein wenig zu wild unterwegs ist. Ja, und da geht der linke Haken dann durch. Eher ein Schieber gewesen, der Suske da nach hinten drückt. Jetzt nicht der klare Wirkungstreffer in diesem Moment, aber wurde angezählt vom Ringrichter. Runde 3. Wieder zwei gute Treffer von Frolov, der besser durchkommt. Suske versucht es, aber die Schläge haben noch nicht so die Explosivität, die Wucht, um Frolov da ernsthaft zu gefährden. Suske links, also Normalausleger. Frolov Rechtsausleger. So wie Osley Iglesias Estrada, der Trainingskollege von Max Suske, der natürlich auch hier wieder dabei ist am Ring. Der Junioren-Weltmeister. Riesentalent aus Kuba, das gerade in Deutschland von Bramowski trainiert wird und in die Weltspitze geführt werden soll. Ja, Frolov wieder sehr offen gewesen. Die Momente muss Suske nutzen. Macht's jetzt besser, Max Suske. Ja, guter Linker wieder von Frolov. Muss klar bleiben, Max Suske. Orientierung nicht verlieren in diesen Momenten, wo der Ukrainer rauskommt und wieder wackelt er da kurz nach hinten, Suske. Ja, auch mal auf den Körper gehen. Von Frolov Aufwärtshaken wird gefordert. Ja, so nicht. Die sind zu offensichtlich dann. Holt er weit aus bei seinen Haken. Muss immer wieder aufpassen, keinen Konter zu fangen von Petro Frolov. Der Ukrainer, 18, ein Jahr jünger sogar noch als Suske. Also den beiden könnte die Zukunft gehören im Boxen. Und heute können sie ein nächstes Statement setzen. Ausgeglichener jetzt dieser Boxkampf. Runde 3. Ja, nicht klar auszumachen, in welche Richtung die geht. Beide mit guten Momenten. Aber er muss weiter arbeiten. Max Suske, immer wieder aufpassen hier. Ja, die Rechte, das aber eher wieder kein klarer Treffer gewesen, aber so, dass er aus dem Gleichgewicht kommt, wieder ein paar Schritte zurück torkeln muss, aber diesmal sich fängt und dann nicht, wie in den Runden zuvor, zu Boden geht. Runde 4. Und das geht jetzt dann schon in die Maximalbereiche, die beide zuvor in ihrer Profikarriere
erlebt haben. Ja, maximal bisher über 4 Runden gegangen. In der Ruhe liegt die Kraft, hat Georg Bramowski nach dem Kampf von Suske gegen Remigiusz Runowski gesagt, aber im Umkehrschluss bedeutet das auch, zu viel Ruhe ist auch nicht gut. Da läuft man Gefahr, so wie hier heute in der ersten und teilweise auch in der zweiten Runde dann die Konter zu kassieren von Frolov. Oh, guter rechter Haken wieder von Frolov. Gerade gehört von Georg Bramowski. Ja, wieder auch mit der Führhand den Gegner bearbeiten, macht er kaum noch. Ja, haben beide schon ordentlich Körner gelassen in diesem Kampf. Frolov tänzelt noch mehr als Suske. Den man ansieht, dass dieser Kampf Kraft gekostet hat bis hierhin und dass natürlich einige Schläge, so auch wie diese jetzt, am Kopf landen. Und dann hat er ihn halt manchmal dann an den Seilen, aber dann fehlt auch die letzte Power, um mal ein, zwei Kombinationen zu setzen. 15 Sekunden noch in Runde 4. Versucht es immer wieder mit dem Aufwärtshaken. Also 4 Runden vorbei, jetzt geht's also in den Bereich, in dem beide Boxer noch nicht waren in ihrer Profikarriere. Ich habe es angesprochen, zum ersten Mal ein Kampf über 6 Runden angesetzt. Jetzt also Runde 5. Max Suske, der ja hier eine Bühne in Polen erlebt, die er genießt, die er nutzen möchte als Sprungbrett für seine Karriere, sieht das ganz klar so, dass so eine Kulisse, so ein Rahmen hilft, um weiter nach oben zu kommen. Zweiter Kampf in Polen, sind ja knapp 5 Stunden aus Berlin bis nach Lodz. Haben wir gerade ganz kurz mit dem Rücken Georg Bramowski gesehen, der Mann, der Dominik Böse zum Weltmeister im Halbschwergewicht gemacht hat, gegen Robin Krasnicki. Und der nicht nur Osley Iglesias Estrada groß rausbringen will, sondern auch Max Suske hat gesagt, habe selten so einen talentierten Boxer gesehen, vom Gemüt her so, wenn man ihn sieht, eher der Schwiegermutter-Typ, aber im Ring explosiv. Das war mal so ein Moment, wo man gesehen hat, was er drauf hat, Max Suske. Als Kind eher hyperaktiv gewesen, so hat er es selbst erzählt, brauchte das Boxen, um ja, sich auch selbst zu regulieren in manchen Momenten und um da die Power rauszulassen, die in ihm schlummert. Der Mann aus Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern.
vielleicht so ein Moment für den Turnaround in diesem Kampf. Was hat er noch im Köcher? Max Suske muss natürlich was machen, denn die ersten vier Runden gingen eher in die Richtung von Petro Frolov. Vielleicht Runde 3, die für Suske gewertet wird. Gegen Grunowski kam der K.O. in Runde 3 krachend. Bin mir nicht sicher, ob es hier heute noch was wird mit dem K.O. Dafür wirkt Frolov noch zu leichtfüßig, noch zu agil. Bramowski, der immer wieder fordert, hart fordert, von seinen Boxern dann drauf zu gehen, klare Aktionen zu landen. Ich bleibe dabei, er hat wenig den linken Jab, mit dem er versucht, Frolov zu bearbeiten, um dann daraus die Kombinationen folgen zu lassen. Runde 5 vorbei im Lodz Fabriczna. Max Suske kräftig durchpusten. Aber das natürlich auch für die Weiterentwicklung ein wichtiger Schritt hier jetzt, 5 Runden schon mal geboxt zu haben auf diesem Niveau. Wieder vor guter Kulisse, alles Erfahrungen, die man einsammelt in seiner ja noch jungen Karriere. Ja, man sieht das, gerade kurz der Konter von Frolov am Kopf von Suske, aber das hat nicht mehr die Qualität, wie wir es in den ersten beiden Runden gesehen haben. Dennoch Suske muss aufpassen, auch in dem Moment hier, dass er, wenn er nicht voll durchkommt, die Orientierung behält. Ja, Frolov macht Suske danach mit diesen langen Haken, auch kurz der Blick zum Ringrichter. Er provoziert auch ein bisschen durch seine Art und Weise. Petro Frolov, Deckung oft unten, tänzeln, auch mal anzeigen, hier komm, Kollege, biet was an. Versuch es mal, Georg Bramowski, ja, ja. Muss jetzt was bieten, Max Suske. In dieser letzten Runde, wenn es noch was werden soll, hier in Lodz mit dem nächsten Sieg in seiner Profikarriere. 4 Kämpfe, also bislang 4 gewonnen, 3 durch K.O. Zweimal in Magdeburg geboxt, dann einmal in Bispingen und zuletzt halt in Lublin, ebenfalls in Polen, wird es heute die erste Niederlage in seiner Karriere. Max Suske, die Junioren-Weltmeisterschaft ist das Ziel, vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. So hat es Georg Bramowski formuliert. Frolov eingehakt unten, sah gerade nach großer Müdigkeit aus beim Ukrainer. Den Eindruck machte er eigentlich bisher
nicht. Vielleicht kann Suske jetzt nochmal kommen. 45 Sekunden in Runde 6. Hat er noch einen Power-Button? Frolov schwankt da rum im Netz. Vielleicht bietet sich jetzt die Möglichkeit. Max Suske. Jetzt hat er ihn mehr in der Ecke. Kommt aus der Ringmitte. Vielleicht ein Aufwärtshaken. Eine Rechts-Links-Kombi war es gegen Runowski, die geholfen hat für den K.O. 10 Sekunden noch. Es wird nicht mehr reichen für den K.O. Vorlauf geht gleich auf Suske zu, aber der weiß selbst, nach Punkten habe ich diesen Kampf vermutlich verloren. Und er hat sich in den letzten anderthalb Minuten dieses Kampfes dann doch irgendwie ins Ziel gerettet. Und Suske hatte nicht mehr die Power, um da nochmal reinzugehen. Er wirkt enttäuscht. Max Suske hat sich sicherlich mehr ausgerechnet für diesen Kampf, konnte keine klaren, harten Treffer bei Frolov landen. Ja, so sah es dann aus in den letzten zwei, respektive drei Runden. Da haben wir es nochmal kurz gesehen, wie Frolov Suske nachahmt mit diesen langen Seitwärtshaken. Max Suske, welche Schlüsse wird er ziehen aus diesem Kampf? Vielleicht zu unkontrolliert angefangen. Er hier, der gut gekontert hat in den ersten beiden Runden. Lächeln im Gesicht, weiß, dass es für ihn wohl reicht heute für einen Sieg nach Punkten. Max Suske, der ja vielleicht auch nicht so richtig den Plan B in der Tasche hatte, wollte es versuchen, früh mit dem linken Jab ihn hier zu bearbeiten. Petro Frolov, der Mann aus Odessa in der Ukraine, der vier Kämpfe in seinem Heimatland bestritten hat, dann den 5. in Istanbul und heute den 6. hier in Lodz. 5 gewonnen. Heute wird dann wohl der nächste hinzukommen. Max Suske, der Mann aus Stralsund, hadert da mit sich. Immer wieder leichtes Kopfschütteln. Und das Urteil. Die erste Wertung. 60-52, die zweite. Und 58-54, Wertung Nummer 3 für Petro Frolov. Also klarer Sieg nach Punkten gewertet von den Punktrichtern für den Ukrainer, für Petro Frolov, der damit auch den 6. Profikampf in seiner Karriere gewinnt. Einen Pokal gibt es obendrauf von Max Suske mit einem sehr leeren Blick. Die erste Niederlage in seiner Karriere, die ja aber noch so jung ist, die muss ihn jetzt nicht umhauen. Er muss nur seine Lehren ziehen aus diesem Kampf in Lodz und dann muss der Blick nach vorn gerichtet werden beim Stralsunder.